Heute fahren wir an das linke Ufer des Oberrheins in Rheinland-Pfalz. Ziel ist die alte Römerstadt Worms. Die Stadt mit ihren ca. 80.000 Einwohnern wurde bereits in vorgeschichtlicher Zeit besiedelt und von den Kelten als Borbetomanus gegründet. Danach war Worms Hauptsitz der germanischen Vangionen. Unter römischer Herrschaft war die Civitas Vangionum ein bedeutender Grenzort. Alte Mauerreste zeugen noch davon. Direkt gegenüber dem Dom St. Peter steht die Lutherkirche, eine Erinnerung an den Reformator, der 1521 auf dem Reichstag zu Worms mit der Reichsacht belegt wurde. Weithin bekannt und Ziel vieler Besucher ist der spätromanische Dom. Nach der Schlacht auf den katalaunischen Feldern im Jahr 451 zwischen Hunnen und Römern übernahmen ab dem 6. Jahrhundert die Franken den Wormser Raum, verbreiteten das Christentum und erbauten auf dem ehemaligen römischen Forum eine schlichte Kirche. Diese zwei Eisen im Mauerwerk zeigen das Maß der damals gültigen Wormser Elle. Die Hochwassermarke ist ein Relikt aus der jüngsten Vergangenheit. Im Jahr 1000 wurde Burchard Bischof von Worms. Er veranlasste auf dem Gelände der kleinen Kirche den Bau eines Domes, der bis heute die Konturen der Planung des 11. Jahrhunderts trägt. Zerstörungen im Laufe der Jahrhunderte wurden immer wieder im bescheidenen Umfang behoben, um den verbliebenen Baukörper zu retten. 1945 wurde der Dom erneut erheblich beschädigt. Seit dem Ende des 12. Jahrhunderts steht das Bauwerk auf dem höchsten Hügel 100 Meter über der Stadt. Es ist ein Zeichen des Glaubens und ein kunsthistorisch bedeutsames Denkmal vergangener Stilrichtungen und Architekturen.
Das Südportal mit Maria auf dem Esel wird eingerahmt durch zwei Bogenläufe, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zeigen. Hier im Mittelschiff fällt der Blick auf den 1740 bis 1742 entstandenen Hochaltar von Johann Balthasar Neumann. Die Figuren stammen von dem Bildhauer Johann Wolfgang von der Auwera, der oft mit Balthasar Neumann zusammenarbeitete. Viele der alten Kunstwerke im Innern des Doms sind Opfer der Zerstörungen im Dreißigjährigen Krieg geworden. Nur wenige Stücke sind erhalten geblieben, andere wurden restauriert oder neu gestaltet. Man kann sagen, der Dom in seiner jetzigen Schönheit ist ein Gemeinschaftswerk vieler Generationen. Er ist ein Stück Geschichte, zu dem Bischöfe, Kaiser und Könige, Arbeiter und Steinmetze, Geldgeber und Gläubige beigetragen haben. Heiligen Sand, und zwar ist das der Judenfriedhof. Und ich habe in der Vergangenheit von einigen von euch schon gehört, die sagten in Prag der Judenfriedhof. Ja. Worms beherbergte einst eine der ältesten Judengemeinden Deutschlands. Wir sind hier am Heiligen Sand, dem alten jüdischen Friedhof der Stadt. Am gleichnamigen Platz steht das Lutherdenkmal zur Erinnerung an den Reformator und das 1521 erlassene Wormser Edikt. Thank you.
Wir sind unterwegs durch zwei Jahrtausende, der Stadt der Burgunder, dem Schauplatz des Nibelungenliedes. Hier das 118er Denkmal, eine Erinnerung an die Kriege der Vergangenheit. Wir sind hier neben der Martinskirche auf dem Ludwigsplatz. Die alte romanische Synagoge aus dem 11. Jahrhundert ist nach ihrer Zerstörung heute völlig wiederhergestellt und ist Mittelpunkt der jüdischen Gemeinde. Ein kleiner Teil der ehemaligen Stadtmauer ist noch erhalten und wurde liebevoll restauriert. Wir verlassen nun die Innenstadt. Von weitem grüßt der Brückenturm der Nibelungenbrücke. Wir sind am Rhein. Hier kann man sehen, wie Hagen von Tronje den Nibelungenschatz in den Rhein versenkt. Ein eindrucksvolles Denkmal, das immer wieder den Anfang der Route markiert, die die Burgunderkönige zur Jagd in den Odenwald genommen haben.